Ja, guten Morgen Leute, ich grüße euch heute am Freitag, dem 17. September 2021 um 6.56 Uhr. Ja, der eine oder andere wird es vielleicht erkennen, wir sind wie vorgestern in Peine hier. 6 Uhr da gewesen, pünktlich, schnell entladen. Wir haben jetzt 6.56 Uhr, da kann man absolut nichts sagen. Nach 80 Metern biegen Sie rechts ab, ja. Bennekestraße. Ja, wie man hört, ist Elsa auch wieder dabei. Ja, und es ist das gleiche Programm wie am Mittwoch. Wir müssen nach Wunsdorf zu dieser Spedition, die nicht im Navi auffindbar ist, weil das noch zu neu ist da, dieses Industriegebiet. Aber heute wissen wir ja Bescheid, wo der Fehler war mit dem Abbiegen. Und wir werden eigentlich direkt dorthin finden, sage ich mal. Da gehe ich mal schwer von aus. Es war ein Fehler von mir, das nicht abzuspeichern, diesen Zielort. Gebe ich zu, aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich so schnell wieder da vorbeifahre. Aber ihr wisst ja, unverhofft kommt oft. Ja, ich habe es ja gestern dann geschafft. Natürlich. Biegen Sie rechts ab, Bennekestraße, dann biegen Sie links ab. Unter Überziehen meines Zeitpunktes, wo ich ins Bett gehe, die Kommentare alle noch zu beantworten. Na komm, geh mal weg da. Wo ich aber auf den einen oder anderen vielleicht Woltorfer Straße gleich nochmal eingehen werde. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Wir müssen erstmal ein bisschen ins Rollen kommen. Ist natürlich schön, dass wir heute eher dran sind. Es könnte sein, dass wir dann weniger Störungen haben. Also bis jetzt sehe ich keine 50 Minuten, die ich euch mitnehme. Es ist klar, das reicht natürlich nicht für ein Freitagsvideo, aber mein Plan, also ich habe einen Plan, ist ja, dass wir vielleicht was machen, wenn wir da wegfahren nochmal oder die letzte Stunde, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, eventuell die letzte Stunde, dann könnt ihr sehen, wann der Captain eben ins Wochenende bzw. in seinen Urlaub kommt. Dies ist ja auch das letzte LKW-Video für 2 Wochen, also Montag. In 2 Wochen kommt dann wieder das erste LKW-Video. Ich werde auch keine Reloads machen, habe ich mich jetzt so entschieden. Es nach 300 Metern biegen kann sein, aber sowas kommt natürlich unregelmäßig, dass ich ein paar kleine Videos mache aus meinem Urlaub, entweder von zu Hause oder auch wenn wir wegfahren sollten. Was ja alles noch nicht ganz entschieden ist und der Zeitpunkt auch nicht, das müssen wir alles noch sehen. Ja, da kann es wie gesagt sein, dass wir da ein paar kleine Videos bringen. Ja, ich hoffe einfach mal, dass die mich heute dann nicht wieder eine Stunde stehen lassen. Also ich habe mir heute vorgenommen, ja, super. Da musste ich ihm doch mal den direkten Daumen zeigen. Er war ein Fuchs, der fährt da wohl öfter her und ist schön zurückstehen geblieben, weil er weiß, wie eng das da ist, wenn man da rausfährt. Ach, es ist doch, weiß ich nicht, wenn Leute... Wenn die Zusammenarbeit gut läuft und Leute mitdenken, das macht doch Freude.
Da kommt doch sofort Freude auf. Aber ich habe ja eh gute Laune, ne? Also bis jetzt. Ich meine, ich hoffe nicht, dass sie mir die da gleich noch verderben werden. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt früh da ankomme, ohne Probleme. Und wie gesagt, ich habe mir vorgenommen... Nach 800 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt. Dann fahren Sie geradeaus. Ja, wenn ich da eine halbe Stunde stehe, dann werde ich schon bei uns in der Firma anrufen, damit die da mal nachhaken und nicht erst nach einer Stunde. Aber vielleicht kriege ich ja auch sofort ein Tor zugewiesen, wer weiß. Könnte ja auch funktionieren. Ich weiß nicht, nee, das könnt ihr glaube ich nicht sehen hier im Beifahrerraum. Dicker, fetter Pappkarton voll mit Kantenschutz. Das hat mir ja beim letzten Mal nicht gefallen, den nicht zu haben. Ich habe es zwar trotzdem hingekriegt, aber schön war es nicht. Und deswegen heute mit Kantenschutz. Das sind sogar nagelneue Dinger. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt. Dann fahren Sie geradeaus. Und. Ja, alles klar. Ja. Nach 200 Metern fahren Sie geradeaus, dann biegen Sie die dritte Straße rechts ab. Fahren Sie geradeaus, dann biegen Sie die dritte Straße rechts ab. Ja, es dachte ja jemand, Aki bleibt an Bord, der bleibt natürlich nicht an Bord. Also ich werde nachher, wenn ich in der Firma bin, das Auto komplett, ja, könnte man sagen, komplett ausräumen. Else bleibt natürlich drauf. Ich hätte fast gesagt, die gehört ja zum Auto. Und die dient halt jedem, der mit dem Auto fährt. Aber Aki ist ja mal mein ganz persönlicher Steuermann. Ja, mache ich doch. Ich biege ab nach Hannover. Also wir sind einen ganzen Schlag eher dran als am Mittwoch. Ich hoffe mal, dass sich das positiv auszahlt. Ach du Scheibe, also in der anderen Richtung ist ja erstmal fett Stau. Ich hatte da auch so was gesehen auf der Hinfahrt. Da hat ein Kollege, sich irgendwie mit seiner, also der Auflieger, der stand noch sauber in Fahrtrichtung, aber die Zugmaschine, die war nicht 90 Grad, die war über 90 Grad eingeschlagen Richtung Leitplanke. Also ich denke mal, da ist jemand gegen die Leitplanke, also gedämmelt oder hat irgendwie die Spur verloren, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Aber wie gesagt, zum Glück auf der anderen Seite haben wir nichts mit zu tun. Wir starten hier durch. Ich hoffe, die Technik läuft. Und auf geht's. Ja, wir fädeln uns jetzt erstmal auf der Autobahn ein. Dann gucken wir mal. Ich hoffe, das Stückel geradeaus geht. Dann quatscht auch Else nicht so viel dazwischen. Die brauche ich natürlich, weil diesen Weg dahin, den habe ich natürlich noch nicht im Kopf. Nach 800 Metern bleiben Sie links, dann fahren Sie auf die Autobahn. Wo wir aber gleich so ein bisschen beim Thema sind, es gibt ja einige Zuschauer, die in meinem Alter sind oder sogar noch ein Ticken älter und die auch früher gefahren sind, also LKW oder überhaupt halt beruflich unterwegs waren. Und zu einer Zeit, als es noch keine Navis gab, ich hätte fast schon gesagt, zu einer Zeit, wo es nicht mal ein Internet gab, und man hat trotzdem alles gefunden und ist immer angekommen. Das ist richtig, da gibt es auch nichts zu bestreiten und ich würde auch heute immer noch alles finden.
Aber wieder wie jemand. 2 E30 Richtung Hannover für 51 Kilometer. Ja, wie jemand schon richtig beschrieben hat. Ist es ja so, dass der Aufwand größer war. Du musstest dich hinsetzen, die Karte studieren, hast dir die, also ich habe es jedenfalls damals immer so gemacht, ich hatte einen Spickzettel, da habe ich dann immer geschrieben, was weiß ich, von A5 auf A6 und dann hast du nicht gesehen, also immer eventuell noch mit dem Namen der Abfahrt dabei. Und wenn es dann individueller wurde, dann hat man auch schon mal vom Zielort eine Wegbeschreibung bekommen, wie man da fahren muss. Aber wie gesagt, der Aufwand, die Vorbereitung war ja doch vonnöten und das war schon aufwendiger. Und man musste auch immer wieder auf den Zettel schauen. Na, hier habe ich ja auch die akustische Ansage. Also es kann mir jemand sagen, was er will. Es ist bequemer, einfacher, stressfreier. Na? Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch eine Karte überhaupt an Bord haben. Ich kann sein. Ich meine, wir werden uns vielleicht privat noch mal eine neue holen, obwohl wir da auch mit dem Navi arbeiten. Und es ist ja auch, ich denke mir heutzutage, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, so, dass in der Disposition das schon eingeflochten ist, dass man nicht mehr großartig die Dinge suchen muss. Ja, die Disponenten, würde ich fast behaupten, die gehen davon aus, dass das immer passt, dass man das immer findet, dass das immer eingebbar ist. Und so Fälle wie am Mittwoch, das sind eben Sonderfälle, wo halt, ja, man die Eingabe macht, aber das Navi wirft keinen Zielort aus und dann hat man natürlich ein kleines Problem. Aber auch das haben wir ja da gelöst letztendlich. Und ich habe das schon mal erzählt, das ist aber schon sehr lange her. Ach so, da, oh, Blitzer hier. Es ist also folgendes. Ach so, ja, ich wollte sagen, es sind ja in der letzten Zeit wieder neue Abonnenten dazugekommen. Freue ich mich sehr drüber. Und ist natürlich insofern ein wenig unglücklich, in Anführungsstrichen, also gerade, ich glaube, gestern ist wieder noch jemand dazu gestoßen, dass jetzt eine 14-tägige Pause kommt. Aber ich empfehle jedem, wenn es ihn interessiert, der noch nicht so lange dabei ist, ich mache das ja jetzt also über 2 Jahre mit den Videos, einfach mal zurückzugehen in meinen Videos. Sicherlich sind sie immer tagesaktuell, aber es gibt da eine ganze Anzahl Videos, wo man auch im was ja sonst oft nicht der Fall ist, aber da kann man am Titel erkennen, worum es geht, worüber ich da erzähle. Also ich habe da mal so eine Reihe gemacht, das sind so meine verschiedenen Erfahrungen, ich sag mal im Bereich Körnerfahren, im Bereich Autotransport, im Bereich Laugentransport, da erzähle ich dann immer, wie das so war, diese Geschichten, und das kann man sich eigentlich anschauen, anhören, unabhängig vom Datum. Und wer Lust und Zeit hat, kann da ja mal reinschauen. Ansonsten Montag in 14 Tagen gibt es wieder ein neues, aktuelles LKW-Video. Und auch wenn ich schon mal erzählt habe, ist schon eine ganze Weile her, das hat so eine kleine Geschichte, wie ich mir mein allererstes Navi gekauft habe. Und zwar war das zu der Zeit, also ich muss jetzt wirklich zurück überlegen, das ist schon über 10 Jahre her, ja, das ist weit über 10 Jahre her.
Da war Folgendes. Ich war unterwegs mit dem Kipper mit Körnern. Also ich habe Raps oder Weizen weggebracht und sollte jetzt Sojaschrot laden in einer Bude, die in Neuss am Hafen, am Kanalhafen. Also eine Firma, die direkt am Kanal liegt, weil das ist immer so, dieses Sojaschrot, das kommt sehr häufig aus Argentinien und wird in Rotterdam von den Seeschiffen auf Flussschiffe umgeladen und mit den Flussschiffen dann, sagen wir mal, bis und über die Flüsse und Kanäle dann bis zum Beispiel dem Hafen in Neuss gebracht und dort dann werden die Schiffe gelöscht und dort gibt es dann auch eine LKW-Verladung. Und ich glaube, ich bin das erste Mal dorthin geschickt worden und habe ja also meine Karte gehabt und habe aber totale Probleme gehabt. Ich habe das einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Ich bin da, glaube ich, dreimal im Kreis über die Autobahn. Und dann ergab sich folgendes Problem. Ich kann zwar die Karte lesen, aber wenn ich sage, das war so vor 10 Jahren, das heißt, da hatte ich ja, also da war ich ja schon 50 oder was. Da hatte sich das schon eingestellt, so eine leichte Leseschwäche mit den Augen. Und jetzt sitze ich da in dem LKW und kann zum Verrecken die Karte nicht entziffern. Ich kann es nicht lesen, ja? Aufgrund der Augen kann ich es nicht lesen. Und ich habe damals, glaube ich, auch nicht so Taschenlampe, also Taschenmesser habe ich, ich sag mal, hätte ich fast gesagt, seit meiner Kindheit bald immer auf der Tasche. Nun komm mal ran hier, Alter. Nee, war kein Alter, war eine Alte. Nee, alt war die auch nicht, war eine Junge. Also Taschenmesser habe ich schon immer irgendwie auf der Tasche oder an meiner Seite. Aber halt Taschenlampe nicht. Taschenlampe, dass ich die so immer am Start habe, das war damals im Schlossnotdienst. Aber was bei der LKW-Fahrerei eigentlich nicht. Und ich konnte mir also keinen, und der, ich weiß nicht, der LKW, der hatte damals nicht wie hier, gibt's da nochmal so eine konzentrierte Leselampe direkt hier über dem Fahrersitz. Das war alles nicht der Fall. Und von daher, ich habe fast verzweifelt. Ich habe es am Ende gefunden. Ich weiß gar nicht mehr wie, aber ich habe es am Ende gefunden. Nur war es dann so. Ich bin nach Hause gekommen und habe zu meiner Frau gesagt, also das war so, Navis gab es da schon länger, aber wir haben immer gesagt, brauchen wir nicht. Für das bisschen, was wir irgendwo hinfahren, da kennen wir den Weg oder lassen uns eine Wegbeschreibung geben oder was, kein Problem. Wir haben also immer gesagt, nee, lassen wir. Aber da war es dann so, ich bin dann nach Hause gekommen und am nächsten Morgen, als ich dann mit meiner Frau dann gesehen habe morgens, habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, ich habe die Schnauze voll, ich möchte, dass wir ein Navi kaufen, ich habe gestern Riesenprobleme gehabt mit dem Lesen, Erkennen und so und ich weiß, eine Lesebrille hilft, aber so weit waren wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber ich habe auch heute keine. Diejenigen, die sich die Geschichte mit meinen Augen und meinem grauen Star mal so gezogen haben, die wissen auch, warum ich jetzt keine brauche. Ganz einfach ausgedrückt, die Brille, die bringt meine Augen auf eine anständige Sehschärfe in der Ferne, beide Augen. Wenn ich die Brille abnehme, dann habe ich aber den Effekt, dass mein rechtes Auge
weit schauen kann, also mit relativ akzeptabler Schärfe, und mein linkes kann lesen. Ja, ich kann selbst Kleingedrucktes lesen im Supermarkt oder sonst irgendwie. Boah, was ein bulliger Roller, ey. Ja, und damals haben wir dann, ich glaube, beim von Medion so ein Gerät gekauft. So fanden wir irgendwie gut. Ja, genau, der Unterschied war, bei TomTom musstest du nämlich damals Aktualisierung auch, dass du aktuelle Meldungen bekommst, also über Empfang halt, das musstest du alles immer extra bezahlen. Bei Medion war das mit drin, haben wir damals ein Medion genommen, und es war eine Wohltat, sage ich euch, eine absolute Wohltat. Und so bin ich an mein erstes Navi gekommen, was ich dann eben immer auch zum LKW-Fahren benutzt habe. Ab 18 Uhr gesperrt, interessiert uns nicht, und gab es, interessiert uns ja auch nicht. Und dann ist es so gewesen, dass wir eigentlich die Jahre über immer... Nee, dann hat das Navi mal Probleme gemacht, dann habe ich das eingeschickt, da habe ich sogar noch mal ein neues bekommen, das war nämlich noch innerhalb der 3 Jahre. Und dieses Erneuerte, das haben wir immer noch, aber letztes, ja genau, das war letztes Jahr, da hat uns ja das Navi dann ein bisschen genervt, weil wir konnten beide nichts mehr anständig so auf dem Display sehen, und ja, der Rechner, der ist auch sehr lahm, und wir haben dann im Urlaub, ihr wisst ja, im Urlaub, da ist man immer ein bisschen ausgebefreudiger, man hat einfach die Zeit und Lust und Nerv, mal ein bisschen zu shoppen und so, und auf jeden Fall, da haben wir allerdings diesmal ein TomTom. Oh, ey, tu das nicht! Was soll denn so ein Blödsinn? Habt ihr das gesehen wieder? Da wollte er, ich meine, gut, er hat es ja gemerkt, aber er wollte irgendwie den PKW, aber der hat sich dann auch anders überlegt. Das war wieder, ja, es hatte ja eine Zuschauerin davon berichtet, dass sie so einen Fast-Unfall am Beschleunigungsstreifen mitbekommen hat. Es ist einfach immer wieder ein Elend. Mindestens einmal pro Tag hast du so eine Kacksituation mit dem Beschleunigungsstreifen. Ja, und dann haben wir uns da letztes Jahr eben ein neues Navi geholt. Und diesmal allerdings ein TomTom. Jetzt ist ja das immer mit dem Updaten kostenlos übers Internet. Und du hast auch immer aktuelle Verkehrsmeldungen, also aktuelle Verkehrssituationen wird berücksichtigt und so weiter. Und es ist einfach nur geil gewesen. Wir haben uns, egal wo wir dann hingefahren sind letztes Jahr, immer wieder gefreut über... Ja, über die super Optik und wie der Rechner arbeitet und so weiter, obwohl es ein ganz einfaches Ding ist. Also mal so geschätzt, wir haben, glaube ich, einen 100er bezahlt, und ich schätze mal, so ein Ding hier für einen LKW kostet mindestens 600, weil es ja aber auch noch ein bisschen anders gestaltet ist. Du kannst ja, das ist ja mit Fleetboard und Parametern, also du kannst ja Höhe, Breite, Länge, Gewichte und so weiter eingeben. Das kann man ja eben bei dem Navi, was wir für den Privatgebrauch haben, nicht. Aber es ist ja eben für den Privatgebrauch, und dafür reicht das voll und ganz. Und es hat ja jemand sehr schön geschrieben, sicherlich funktioniert das alles, aber und man muss auch nicht jede Neuerung sofort mitmachen und darauf anspringen, aber man darf sich auch nicht endlos gegen den Zeitgeist sperren oder gegen Dinge, die einfach aufkommen und ja, einem das Leben schon angenehmer machen.
Sicherlich gibt es Leute, die ohne Navi überhaupt nicht mehr klarkommen, nicht mal mehr den Weg, wie hat jemand geschrieben, aufs Klo finden oder dergleichen. Oder man hört ja immer mal wieder so Geschichten, dass Leute in irgendeinen Graben oder Fluss gefahren sind, weil sie stur auf ihr Navi gehört haben. Ich meine, den Kopf sollte man nicht ausschalten, den sollte man nie ausschalten. Und von daher, aber wie gesagt, ich mag Navigationsgeräte, wenn sie natürlich gut funktionieren. Aber ich bin auch kein Fan davon, mit drei verschiedenen zu operieren, sondern ein vernünftiges und die Sache ist gut. Das ist ja auch noch die Sache, wenn ich einen Spickzettel habe, muss ich immer wieder da drauf schauen. Hier muss ich ja nicht drauf schauen, um wenn. Also ich habe mit einem Blick, kann ich da alles erfassen, mit einem schnellen Blick. Und ansonsten bekomme ich auch meine akustischen Ansagen. Boah, es scheint so zu sein, als wenn wir heute da richtig super gut durchkommen, ohne Staus. Vielleicht liegt es daran, dass wir eben einen ganzen Klacks eher sind. Aber das wäre ja genial. Also wir wären jetzt um 8 da, sagen wir mal, wir sind um 9 geladen. Ich weiß gar nicht, wie lange das, ich glaube 3 Stunden waren das schon. 10, 11, 12, ja. Wir könnten bei Zeiten reinkommen. Wir könnten bei Zeiten reinkommen. Und die Sonne kommt. Ja, das zu den Navis. Und dann hatte jemand, ich hatte mich ja im letzten Video noch mal so ein bisschen aufgeregt über Leute, die ihr Smartphone in der Hand haben. Und da hat jemand gesagt, ja, wieso würde ich mich aufregen? Ja, danke, dass du, Mensch, und das stimmt, es kommt, ist schon auf die, ich meine, ich weiß ja nicht, wie viele Videos, ja, keine Ahnung, 500 sind sicher, vielleicht auch mittlerweile schon 600, keine Ahnung. Es gibt da einige wenige, wo ich plötzlich angerufen werde. Aber ich habe das und ich will das für die Neuen auch nochmal erklären. Ich habe hier 2 Telefone. Das Telefon hier vorne, das ist mein privates Telefon. Und dann hängt hier links oben noch ein Telefon, das ist das LKW-Telefon. Wenn meine Frau mich anruft oder ich mit meiner Frau telefoniere, dann mache ich das über mein privates Telefon. Und dieses private Telefon ist verbunden mit der Freisprechanlage und die nutze ich dann auch. Leider kann man bei diesem Auto nur ein Telefon Bluetooth-mäßig verbinden. Das wird sich, wenn wir dann irgendwann, ich rechne damit bis zum Ende des Jahres, obwohl nichts Genaues weiß man, wie man so schön sagt, mit dem Austausch des Fahrzeugs, weil das ist ja hier ein Charterway-Fahrzeug und die werden ja so, ja, ich weiß nicht, ob es über die, ich denke mal über den Zeitfaktor werden die ausgetauscht. Was allerdings in diesem Jahr vom Termin her auf das Problem stoßen könnte, dass Wörth ja Produktionsprobleme hat, wie der eine oder andere ja schon mitbekommen hat, aufgrund fehlender Chips, also natürlich keine Kartoffelchips, sondern Computerchips. Und deswegen ja auch die Kurzarbeit in Gaggenau, von der ich betroffen war. Ah ja, klar, jetzt ist hier auf einmal Überholverbot, ey, super. Müssen wir, wieso bremst der da jetzt, ey? Hat er jetzt auf den Beschleunigungsstreifen gehupt, weil ich rechts rüber gegangen bin? Ja, was soll das denn, ey? Ich meine, das war für ihn jetzt blöd, aber
Aber es war von mir ja nichts Unerlaubtes. Jetzt guckt er auch noch. Da gibt's nichts aufzuregen. Das war jetzt unschön für dich, ist mir schon klar. Aber ich wollte nicht weiter im Überholverbot fahren. Ja, jetzt hat er mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hier mit seinem Gehupe. Ich dachte erst, das wäre der LKW, aber das war, hätte sich anders angehört. Nee, das war der PKW, der hat sich, war eben, ja gut, er hat die Lücke für sich gesehen und die habe ich dann plötzlich zugemacht. Aber das ist ja eh mit diesen Schilderbrücken so, plötzlich, bumm, geht das an, Überholverbot, ja, und dann musst du zusehen, dass du rüberkommst, na. Sonst könnte dir eventuell ein Strick rausgedreht werden. Obwohl, wo war das? Gestern, glaube ich, irgendwo auch in einem Überholverbot, war aber nicht viel los. Da kam die Polizei. Und das war diesmal keine Bundespolizei, die irgendwie nur von A nach B fuhr, sondern das war, ich vermute doch schon Zuständige, aber die haben da nichts gemacht. Ach so, ja, jetzt habe ich endlich, Mensch, nochmal zurück. Also, die Telefone, ne? Wie gesagt, das hier, Bluetooth. So, im neuen Auto, was dann kommt, kann man zwei Geräte mit Bluetooth verbinden. Und das ist, ob ihr es glaubt oder nicht, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist mit einer der Punkte, warum ich mich auf ein neues Auto freue. Ich sag mal so, hier vom Sitzen her, vom Drumherum bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Kamera statt Spiegel soll gut sein, auch nach Aussage meiner Kollegen, obwohl es gibt natürlich andere Meinungen, es gibt eben sehr unterschiedliche Meinungen. Es gibt allerdings die Aussage, dass es zum Rangieren bzw. zum Aufsatteln nicht ganz so schön sein soll. Das wäre natürlich unschön für mich, weil ihr wisst ja, in Gaggenau muss ich immer viel auf- und absatteln. Aber ich denke mir, man wird sich dran gewöhnen oder man wird es irgendwie mit der Zeit reinkriegen. Da mache ich mich jetzt mal nicht bange. Ich sehe nur, dass ich, wenn abends, das dauert schon ein paar Minuten, die Riesenspiegel hier alle zu putzen, oh, ordentlich, ne? Die werden ja von mir täglich eben sauber gemacht. Und die Linse ist ja nur noch so groß, da ist man deutlich schneller fertig. Dazu soll ja die Sicht bei Regen und, glaube ich, bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen besser sein. Ich vermute mal durch eine Art Restlichtverstärkung. Und ja, und jetzt noch mal zu dem Aufregen, genau. Und was mich aufregt, das ist auch nicht jemand, der sein Smartphone am Ohr hat, ja. Also ich brauche ja im Grunde nur eine Hand. Ich fahre mit Abstandstempomat, ich brauche kein Gas geben, nichts. Also ich könnte jetzt total cool mit einem Telefon in der Hand telefonieren, ohne dass ich die Augen von der Straße nehmen muss, ohne dass sich irgendwas an meinem Fahrstil ändert, ja, dass ich ja anfange herumzueiern oder langsamer zu fahren. So. Und jetzt komme ich zu denen, die mich aufregen. Das sind nämlich die lesen oder noch schlimmer schreiben. Ja, und zwar, ich hätte das gesagt, die ganzen WhatsApper und Facebooker und Instagrammer und so weiter und so fort. Eben. So.
soll das denn hier? Voll der Rückstau, ey. Ist auch kein Überholverbot mehr. Ja, aber gar keinen Grund, ne? Seht ihr einen Grund? Ich sehe keinen Grund. Auf einmal Rückstau. Ja, und wie gesagt, die eben lesen und schreiben, ich habe das noch mal ausdrücklich jetzt im Kommentar hinterlassen, die lesen und schreiben. Und da habt da mal ein Auge drauf, ja. Also da ist es ganz häufig so, dass die nicht die Spur halten, weil die Augen nämlich nicht mehr auf der Straße sind oder vorne, dass sie langsamer fahren, ja. Oder dass sie von vornherein sehr langsam herumeiern, weil sie dann eben schön in Ruhe lesen und schreiben können. Und da gibt's auch Kollegen, ja. Also ich habe heute Nacht erst wieder einen gesehen. Er ist dann mit 80 da so hergetuckert. Ich überhole ihn, guck so nach rechts, ja, voll das erleuchtete Display in der Hand und die einzelnen Schriftfelder. Ich habe auch schon Leute gesehen, die Fernsehen geguckt haben oder einen Film. Ich weiß nicht, ob Fernsehen geht jetzt während der Fahrt wegen der Internetverbindung, aber Filme geht auf jeden Fall. Und wie gesagt, habe ich auch schon gehabt. Ich habe Leute gehabt, die haben das fette Notebook aufgeklappt gehabt, vorne auf dem Tischchen und sich da auf dem 17-Zoll-Display haben die sich da einen Film reingezogen. Oder eben auf dem kleineren Display halt, wie hier so ein Navi. Also das kommt vor und da muss ich sagen, da hört bei mir der Spaß auf, also weil ich einfach zu oft feststelle, dass diese Leute nicht mehr, was das Fahren betrifft, voll bei der Sache sind. Ich meine, das Telefonieren mit dem Hörer in der Hand, ich hätte fast gesagt, das machen wir seit 30 Jahren oder so, ja. Ich meine, dadurch sind auch schon Unfälle passiert, ohne Frage. Aber es ist kein Vergleich. Also diese Unfälle, gerade in der letzten Zeit, also ich finde, dass es gehäuft ist, dass immer wieder von Frontalzusammenstößen aus erstmal noch nicht geklärten Gründen passieren, überall auf den Landstraßen und so. Und da kann ich, also dass Leute, geradeaus fahren, in Kurven und so weiter. Also ich kann mir oder eben in den Gegenverkehr geraten. Ja, entschuldige, wenn ich die Augen auf der Fahrbahn habe, wie kann ich dann in den, und da ist keine Kurve, wie gerate ich dann in den Gegenverkehr? Ich gerate in den Gegenverkehr, indem ich abgelenkt bin, ja, und nicht mehr auf die Fahrbahn schaue. Und das geht so schnell. Ihr habt es selber bei mir auch schon mitbekommen können. Ich musste irgendwas am Navi fummeln, schwuppdiwupp, fährst du mit einem halben Auto auf dem Randstreifen. Na. Und ich halte das eben, wie gesagt, für eine Unfallursache. Und mein Problem ist immer, dass ich immer denke, ja, der ist jetzt an dir vorbeigefahren mit dem Smartphone in der Hand und 5 Kilometer weiter macht er einen Unfall und dann bist du der Leidtragende wegen dieser Geschichte. Ich habe ja auch schon, ich meine, das mag ja auch sein, dass der eine oder andere von euch sich meine Videos beim Fahren anschaut. Ah, traumhaft. Ah ja, das wäre so ein G, echt. Ah. Auch hier so ein Alter vom Militär, das heißt, das ist ja ein Wolf dann in dem Moment. Aber das wäre es. Das wäre es. Aber es wird wohl ein Traum bleiben. Ja, wie gesagt, das nochmal zu diesem Thema da mit der Telefoniererei. Also das werdet ihr bei mir nicht sehen und ihr werdet es nicht sehen, weil ich es halt vor der Kamera nicht mache, sondern weil ich es grundsätzlich nicht mache. Ich meine, nicht nur grundsätzlich nicht während der Fahrt,
Ich bin ja nirgendwo. Ich bin nicht bei WhatsApp, bei Facebook, bei Instagram. Mich gibt es nur bei YouTube. Und die Kommentare pflege ich am PC, am Schreibtisch zu Hause zu schreiben. Ich schreibe nichts während der Fahrt. Auch keine, ich habe ganz, ganz früher mal, heute spricht ja gar keiner mehr von SMS, benutzt ja fast keiner mehr. Ich glaube nur, ich bin einer von den wenigen, die noch hin und wieder meine SMS schreiben. Aber die texte ich auch nicht während der Fahrt. Ja, dann gibt's ja noch diese Methode, meine Nichte benutzt die ja auch, mit den Sprachnachrichten. Ich meine, okay, sich da so ein Ding hinzuhalten und da was reinzusprechen halt, das ist ja auch eine Sache da. 2 E30 Richtung Wunstorflutte für 7,5 Kilometer. Da kann man ja die Augen auch gut mal auf der Straße halten, aber ich muss sagen, ich amüsiere mich immer ein bisschen darüber, wenn meine Schwester mit ihrer Tochter, also meiner Nichte, zu Besuch kommt und die dann irgendwelchen Freunden Sprachnachrichten schickt. Da muss ich doch immer wieder schmunzeln. Ich weiß nicht, ich bin einer noch von denen, ich telefoniere oder ich telefoniere nicht. Gut, es gibt schon mal den einen oder anderen Bekannten, den will ich dann durch ein Telefonat nicht stören und dem schicke ich dann richtig oldschool schon mal noch eine SMS. Ich habe mal kurzfristig WhatsApp gehabt, aber nachdem ich dann erfahren habe, naja, dass man dann permanent geortet wird und überhaupt mit den Daten und so. Und irgendwie muss ich auch sagen, habe ich da letztendlich keinen Bock drauf gehabt. Dazu kommt ja, das ist eine Sache, die hat mich selber noch nicht so betroffen, aber ich habe schon mal davon gehört, dass wenn du da richtig aktiv bist bei WhatsApp, sich ja dann Leute aufregen, wenn man nicht fix genug auf ihre Nachricht antwortet. Und diese Art von Nachrichtenstress, die habe ich ja früher schon mal erlebt mit SMS. Ich habe das ja schon mal erzählt. Ich habe ja ein Handy gehabt und wusste gar nicht, was eine SMS ist, bis ich dann meine erste bekommen habe. Und da musste ich mich erst mal da reinfuchsen, wie das geht mit dem Schreiben und so. Und dann habe ich, das war damals, ist schon viele, viele Jahre her, noch in Nordrhein-Westfalen, mich mit so einer Frau geschrieben. Und dann hatte mir ja immer wieder, dann gingen die Nachrichten immer hin und her. Und ich hatte auch Signalton eingestellt. Und ich bin ständig zu meinem Handy gerannt und habe dann wieder nach der Nachricht geguckt und wieder geantwortet und so, bis es mir dann irgendwie so stressig wurde, dass ich gesagt habe, so, der Signalton kommt jetzt weg. Und du guckst auch nicht mehr sofort da drauf, sondern dann, wenn du Zeit und Lust hast. Ich meine, wer will schon was über das LKW-Handy von mir? Es ist nur die Dispo. Eigentlich wissen die sogar in der Dispo, dass ich dieses Telefon nicht mit der Freisprecheinrichtung verbunden habe. Und die haben ja auch meine private Handynummer. Aber das ist bei denen auch Bequemlichkeit. Die haben halt so eine Liste mit den LKWs und dahinter steht dann immer die jeweilige Rufnummer vom LKW. Und naja, die haben keine Lust, das abzuspeichern, dass ich besser halt über mein Privathandy zu erreichen wäre. Wenn ich zum Beispiel bei Pförtnern, also bei Firmen und Pförtnern, also meine Handynummer hinterlassen soll, damit die mich anrufen können, wann ich denn einfahren kann aufs Firmengelände, um an der Rampe anzudocken, dann gebe ich denen meistens meine private Handynummer. Ja,
Alter, mit 82 hier überholen ist natürlich auch nicht gerade der Hammer. Kommt überhaupt nicht aus dem Socken, ey. Nee, lass das mal schön sein jetzt. Der war doch glatt versucht, der blaue sich. 2 Kilometer, nehmen Sie die Ausfahrt 40 Richtung Wunstorflute. Echt, der überholt ihn hier mit 82. Fass es nicht, ey. Oh, wir müssen uns mal ein bisschen sputen hier. Aber wirklich, 82 der Kollege, ey. Hör mal, wenn ich nur 82 fahren kann, ey, dann weiß ich nicht. Würde ich mir das Überholen noch mal irgendwie schenken. So. Nach 800 Metern nehmen Sie die Ausfahrt 40 Richtung Wunstorflute, dann biegen Sie rechts ab. Ja, wir schauen mal, was wir nachher so machen, ob wir da was beim Wegfahren machen oder... Nehmen Sie die Ausfahrt 40, dann biegen Sie rechts ab. Ich vielleicht eine Stunde, bevor ich auf dem Hof ankomme, nochmal anhalte und dann nochmal die Sache in die Gänge bringe. So, jetzt müssen wir aber mal schauen, dass wir hier alles richtig machen. Was ein Klon, ey. Das konnte da jetzt schön im Spiegel sehen, ey, was das für ein Spezialist war. 441 Richtung Wunstorf. Nee, das, Else, das mache ich jetzt nicht, weil ich ja jetzt schlauer bin, ja. Wir biegen, das war nämlich schön falsch und da konnte ich da diese... Nein, tue ich nicht, ich biege links ab. Da kannst du mir sagen, was du willst, ich biege links ab. Das war nämlich der Fehler. Wir biegen links ab. Also ich glaube, es mag zwar separat sein, na, da muss ich mal, ich mache das nach dem Urlaub, habe ich ja gesagt, da will ich mal schauen, ob ich irgendwo entdecken kann, ob man da irgendwie im Lautsprecher vielleicht ein bisschen abdecken kann oder was. Das heißt, ich müsste jetzt auch gar nicht blinken, ne? Ich könnte den jetzt auch mal einen Moment auslassen, wenn ich jetzt hier so stehe. Ja, irgendwie wollen sie nicht. So. Ja, dieser Stuntman ist jetzt vor uns. Bin ich aber ein bisschen verunsichert, ne? Wenn ich ehrlich sein soll. Oh, bitte nicht, dass ich schon wieder suchen muss. Sie erreichen Ihr Ziel um 7.56 Uhr. Also ganz kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich hätte es mir gestern im Video anschauen sollen, genau. Aber okay, wir gucken mal. Also wenn jetzt alles vernünftig läuft, dann müsste irgendwie ja der Kreisverkehr kommen. Wenn der nicht kommt, dann ist was faul. Nach 300 Metern biegen Sie rechts ab Richtung Degensen. Nee, mache ich nicht. Ich
biegen Sie rechts ab. Nee, das sieht mir jetzt aber nicht richtig aus hier. Nee. Das ist wieder nicht richtig, ey. Verdammt nochmal. Warum muss das hier jetzt so ärgerlich sein? Nee, das ist nicht richtig, ey. So ein Mist. Also, oder? Folgen Sie B441, nein, Landschaftsstraße Richtung Hannover für 5 Kilometer. Nein, das werde ich nicht tun. Ich werde schauen, dass ich hier irgendwo die Karre gedreht kriege. Was natürlich jetzt hier wieder so ein Unterfangen ist. Ah, Mann, es gibt's doch nicht. Hätte ich doch rechts. Boah. Ja gut, ich war vielleicht noch nicht an der Straße, an besagter. Nee, hier kommt kein Kreisverkehr, das ist das Entscheidende. Der hätte jetzt schon da sein müssen. So, mal schauen, ob wir hier irgendwo... Kriegt ihr schon wieder so ein Drehmanöver? Die Brücke, unter der wir nicht herpassen. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen, ja, ein wenig den Bordstein mitnehmen. Ach, ist das ein Ärger. Echt. Was ein Ärger. Ich habe mich so gefreut. Ist doch nicht zu fassen, ey. Ja, Else, wir sind jetzt wieder... Sie, ja. 441, Landschaftsstraße, Richtung Wohnsdorf, für 5 Kilometer. Sie erreichen Ihr Ziel um 7.56 Uhr. Halt. Und dann, ich glaube, genau, da will sie dann rechts und da müssen wir dann links. Also wir fahren jetzt wieder zurück an der Autobahn vorbei und wenn sie dann das nächste Mal sagt rechts, dann muss es nach links gehen. Das mit der Autobahn, das war ein Fehler. Jetzt habe ich gedacht, ey, das läuft hier super glatt, ja von wegen. Aber so ist es halt. Aber ich werde, glaube ich, diesmal die Geschichte einspeichern, wenn wir dann da am Zielort sind. Ja, hier müssen wir noch rum, das ist schon klar. Ach, jetzt hätte die Ampel aber auch springen können, ne? Naja, gut. So, zweiter Versuch.
alles so unschöne Stopps heute, aber irgendwo muss ich sagen, ich sehe jetzt der letzte Tag heute. Da ich ja den halben Monat im Urlaub bin, gibt es verständlicherweise auch nur die halbe Prämie. Wetter noch da, ja. Und ja, deswegen ist das wurscht. Die werden wir schon so, jetzt zweiter Versuch. Also wir werden jetzt, wo sie sagt, biege ich rechts ab. Das wird ja dann sehr wahrscheinlich auch diese komische Straße sein. Da irgend so ein Name. Und diese Querstraße, die ich mir von dem Kollegen hatte übers Internet sagen lassen. Der Guido wollte mal raus hier. Naja, nee, hier war das auch noch nicht. Vor allen Dingen, wir müssen ja erstmal nach Wunsdorf-Lute und wo ich da gerade nach links gefahren bin, da ging es ja schon wieder Richtung Hannover. Ja, also mal wieder so einer, wo ich denke, der fährt mir gleich die Ecke ab. Was sagt er denn überhaupt? Ist er nicht. Ja, auf dem Rückweg müssen wir mal ein bisschen rollen lassen. Hat er mir jetzt mal ein bisschen Prozente abgezogen. Aber das werden wir schon wieder ausbügeln auf dem Rückweg. Ja, 2 Minuten 30, sagt er. Dann sind wir an dieser besagten Straße. Das sieht schon mal gut aus, die Hallen da. Deswegen, ich werde nicht rechts abbiegen. Jetzt sagt sie doch eiskalt hier rein. Ah ja, okay, doch. Doch. Ja, ja. Stadt am Rügenberge. Ja. Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab. Und das werde ich nicht tun, Nelson. Da biege ich aber jetzt diesmal links ab. Und der Rote da vorne, ich würde mich nicht wundern, wenn der auch in die Richtung will.
Der rote Kollege. Nach 150 Metern biegen Sie rechts. Nein. Adolf, biegen Sie rechts ab, dann ja. Haben Sie Ihren Zielort erreicht. Ja, von wegen. Das ist nämlich jetzt links. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Wir haben es. Oh, jetzt hat er wieder gebraucht mit dem Gang. Ein bisschen auf jeden Fall. Nach 50 Metern. Sie haben Ihren Zielort erreicht. Ja. Sie haben Ihren Zielort erreicht. Ja. Adolf-Österheld-Straße 28. Ja, jetzt kannst du die Klappe halten. Ich weiß jetzt einfach Bescheid. Jetzt weiß ich, wie es geht. Naja, da haben wir kaum ein paar Minuten verloren. Nicht der Rede wert. Ja, hier. Genau. Der Amazon hier rechts. Genau das. Mein visuelles Gedächtnis funktioniert eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut. Wenn ich ein paar Mal irgendwo war, ich speichere es ab und selbst nach Jahren, also selbst wenn ich jahrelang da nicht mehr war, ich kann mich erinnern, dass ich da mal... Ich glaube, das war in England oder so. Also ich habe dann, als ich dann nach Jahren da wieder hinkam, ich habe die Sachen wiedererkannt und so, das war alles kein Problem. So, das sieht richtig gut aus. Ach, sieht das gut aus. Ja. Gab es also nur einen kleinen Stunt. Ja, und jetzt wissen wir, ja, das heißt, heute sieht man auch schon eher, wo die Einfahrt ist, ne? Weil jetzt dort, ach du Scheibe, aber das sieht, ach du Scheibe. Oh. Oh. Das sieht voll aus. Ich glaube, da fahre ich gar nicht da drauf. Nee, das machen wir nicht. Aber fahren wir. Da bleiben wir nämlich hier draußen stehen. Ja, da bleiben wir hier draußen stehen. Und melden uns mal fix an. Stehen die alle da? Was ist denn da los? Boah, wollen die alle heute hier laden? Ja, Leute, ich sage einfach mal zur Sicherheit, bleibt gesund und macht schön gut und werde das jetzt erstmal hier beenden. Und dann schauen wir mal, komme ich vielleicht später nochmal. Ey, Aki, ist noch nicht so weit. Wir haben noch 45 Minuten. Komm auf deinen Platz hier. Ne? In 45 Minuten ist Urlaub. Zack. Ja, da sitzt da wie eine Eins. Ja, in 45 Minuten sind wir da. Wenn alles gut geht, 1:50 Verzug, sagt er mir hier noch. Aber okay, damit können wir leben. Ich sage euch, ich habe eine 3-stündige Rückfahrt und 2:15 davon kämpfe ich mich schon hier durch den üblichen Freitagswahnsinn. Na,
Wochenendheimkehrer, Urlauber, hast du nicht gesehen, ey, also es reicht wieder. So, erstmal alles wieder hier einstellen. So, und dann können wir uns mal losmachen, wa? Ja, ich hätte auch ein bisschen eher angehalten. Ich wollte ja noch eine Stunde Video machen, aber leider war da nichts mit Abparken. Der eine Parkplatz zu klein. Der nächste. Jetzt komm. Folgen Sie A7, E45. Ja. Für 48 Kilometer. Genau, halt du mal die Klappe jetzt, Else. Dich brauchen wir eigentlich nur noch stumm. Ja, aber auf jeden Fall bin ich noch mal da. Heute am Freitag, dem 17. September 2021. Mittlerweile 13.19 Uhr. Voraussichtliche Ankunft 14.02 Uhr. Ja, es war mal 13.48 Uhr, aber hier ein paar Minuten, da ein paar Minuten und dann hat man ja wie immer die Spezialisten in den Baustellen vor sich. Also ich habe mich ja ohne euch durch diese langen Baustellen oben da in Nordheim so weiter durchgequält. Und ich kann euch nur sagen, es war wieder typisch. Da ist 80, ja, 80 erlaubt. Es ist auch schon die neue Fahrbahn. Nur halt eben trotzdem noch im Baustellenbereich. Aber 80 erlaubt, ja, und die Leute fahren vor dir mit 62 oder was, ey. Tut mir leid. Das ist einfach Bullshit. Da hast du keinen Bock drauf. Auch wenn es jetzt nicht um die Minuten geht. Mir und meiner Frau ist egal, ob ich jetzt, was weiß ich, 2:30 oder 3:15 zu Hause bin. Okay, ich möchte nach Hause, ohne Frage. Ja, so ist das. Ja, meine Frau, das ist ein gutes Stichwort. Mit der habe ich auch heute Morgen dann telefoniert, da kurz bevor ich geladen habe, dort, wo ihr ja mit hingefahren seid, in Wunsdorf Lute am Luther Forst, habe ich ja wieder geladen, wie am Mittwoch. Diesmal muss ich sagen, hatte ich einen netteren Verlader. Das lief einwandfrei. Gut, Vorteil auch, diesmal wusste ich auch, was sie wollen, ja, mit Anti-Rutschmatte und Gurt und tralala und ich hatte ein bisschen Vorphase und da habe ich mir alles schon schön zurechtgelegt. Naja, er fand das auch gut, so was weiß ich, an den jeweiligen Positionen lagen schon die Rutschmatten parat und Kantenschutz habe ich ja auch gestern nagelneuen in der Firma gefunden, den habe ich mir direkt erstmal eingesackt und den habe ich dann gesetzt. Also mir hat das heute mit der Ladungssicherung, ich meine, die war in Ordnung am Mittwoch und es wurde auch bei dem Kollegen nichts reklamiert, als er das Zeug weggebracht hat, aber heute gefällt es mir halt besser. Ja, und zu dem Stichwort meine Frau, da gibt es Folgendes, die hat mir da etwas vorgelesen, also oder nein, sie hat mir von einem Artikel erzählt. Dieser Artikel, der soll irgendwie schon von 2016 sein. Aber das Ganze soll jetzt ab 01.01.2022 Realität, Gesetz, Fakt, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, werden. Und zwar jetzt kommt eine
Also für mich ist das ein Fake. Ich habe gesagt, guck mal nach, ob das nicht vom 1. April ist oder so. So bekloppt ist das. Und zwar, es soll ab 01.01.2020 eine Anschnallpflicht für, haltet euch fest, für Motorradfahrer kommen, ja? Also es soll, alle Motorräder, die ab dann ausgeliefert werden, müssen einen Sicherheitsgurt haben. Man kann ja nur ein Beckengurt sein. Obwohl, sie hat mir irgendwie gemeint, sie würde mir das zeigen. Der hätte da so eine Stange. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist auch eine Stange installiert, damit sie einen Dreipunktgurt da anbaut. Also es ist so wahnsinnig. Ach ja, und jetzt kommt's. Und noch zwei zusätzliche Räder. Ich sag, wie? Stützräder oder was, ey? Na, ja, alles um halt die Unfallzahlen würden ja dadurch nicht gesenkt, sondern es würden lediglich vielleicht die Folgen von Unfällen gemildert. Aber das Ganze kann nur Mumpitz sein. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe nur gesagt, wenn es wirklich so wäre, ja, dann werden wir wohl aufhören mit der Motorradfahrerei. Also ich schnall mich nicht auf dem Motorrad an. Nicht, dass ich irgendwas gegen neue Erfindungen mit Sicherheit hätte und so. Ja, das Schöne ist was anderes, Kollege, ne? Aber okay. Nein, wie gesagt, also mehr Sinn. Ja, ach so, ein Airbag soll auch noch kommen. Ich meine, es gibt ja schon Airbags für Motorradfahrer, und zwar sogenannte Airbag-Westen, die guten, die kosten schon richtiges Geld. Es gibt billige, aber da weiß ich nicht, ob die dann wirklich was nutzen. Und zwar, das sind Westen, die haben so ein Auslöseband dran, das hakst du dann beim Motorrad ein, und in dem Moment, wo du dich als Fahrer vom Motorrad löst, also durch Runterfliegen oder so, dann bläst sich wirklich innerhalb von Sekundenbruchteilen die Weste auf. Da haben auch mal so Jungs auf YouTube das so getestet. Die haben dann aber die billigste, die Airbag-Weste gekauft, die es auf dem Markt gibt, irgend so ein Ding aus China. Und dann sind die mit so einem kleinen Geländemoped da durchs Gelände gefahren, irgendwo abgesperrtes Gelände, und haben sich richtig mit Absicht immer so sind die so runtergesprungen, haben sich so abgeworfen. Hatten natürlich Schutzkleidung an und Ellbogen und Knieschoner und so weiter. Es ging darum, sie wollten halt mal testen, wie das so funktioniert. Und es funktioniert. Das Ding löst aus, ist innerhalb von wirklich von Millisekunden oder was aufgeblasen. Das würde ja einen gewissen Sinn machen, aber es ist natürlich eine Sache, auch eine Frage des Geldes. Also ich weiß nicht, ob es gibt ja den einen oder anderen Motorradfahrer unter euch. Vielleicht hat ja jemand da auch schon mal sowas gehört oder gelesen. Ich habe keine Ahnung. Also wenn, dann gerne ruhig mal einen Kommentar machen. Ich kann darüber eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln. Wenn es wirklich so wäre, dann frage ich mich, was verdammt nochmal wollen die sich alles noch einfallen lassen? Was soll da alles noch an Blödsinn im Zeug kommen? Können die Gesetzgeber oder die Maßgebenden sich nicht bitteschön mal um die Dinge kümmern, die jetzt wirklich wichtig sind? Na? Ich meine, es passiert ja deswegen kein Unfall weniger. Stützräder, ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Ich meine, da muss ja aufpassen, dass du damit nicht hängen bleibst oder was. Also ich sehe das eher als ein Risiko an. Oder du fährst in eine Kurve, bist ein bisschen zu flott
Und dann gibt es ja zwei Varianten. Die eine ist, du bremst ab. Das hat, naja, das ist immer so eine Sache in der Kurve, vor allen Dingen übers Vorderrad dann zu bremsen und so. Wenn man es kann, kann man es. Ich meine, gut, die heutigen Dinger mit ABS, da kannst du ja ruhig dran ziehen. Die blockieren ja nicht. Aber ich habe ja noch eine ohne ABS. Da sieht schon ein bisschen anders aus. Da muss man sehr viel Fingerspitzengefühl haben. Und oh, no, 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 no way, man. Ach. Allseits beliebtes Überholverbot, ey. What a shit. Ja. Also, verrückt. Aber ich guck's mir nachher an, wenn ich zu Hause bin. Aber glauben kann ich das nicht. Oh, sorry. Ja, 34 Minuten noch. Ich muss nach Hause. Ich brauche einen Kaffee. Er ist bestimmt schon durchgelaufen. Ja, aber mir ist eingefallen, dass da noch eine Sache im Kommentar war, wo ich auch drunter geschrieben habe, weil es war gestern schon 18.32 Uhr, wo ich dann aufgehört habe, Kommentare zu beantworten, um dann endlich ins Bett zu gehen, mit einer halben Stunde überzogen. Und zwar wurde ich gefragt von einem Zuschauer, was ich denn von, ja, von E-LKWs halte und Umweltschutz in allen Ehren, aber er hätte eben den Führerschein gemacht, um Brummi zu fahren, um den Motor zu hören und zu spüren. Also es ist so, es ist schon eine Weile her, aber ich habe schon mal in einem der vergangenen Videos, ja, ihr seid am Ball, vergangenen Videos mal gesagt, mir ist das eigentlich irgendwo egal, was da unter mir werkelt, ob da irgendwelche, ja, mir wäre fast wieder bei da so eins von diesen nicht mehr erlaubten Worten rausgerutscht. Also egal. Und wenn hier unten welche auf eine Pedale treten oder ob da Batterien drin sind oder Brennstoffzelle oder was, mir ist es wirklich egal. Also der Motor, sicherlich vermittelt der einem schon gewisse Dinge. Aber ganz ehrlich, unbedingt brauchen tut man das nicht. Ich meine, Retarder, sowas hier, abbremsen wird es ja immer noch geben, ja. Und das Gewicht wirst du immer noch spüren, da hat der Antrieb ja gar nichts mit zu tun. Ansonsten muss man ja auch mal die positiven Sachen sehen. Du hast direkt volles Drehmoment, also die Beschleunigung quasi wird sich verbessern und ja, es wird sehr ruhig, denn wir haben ja hier, ich will jetzt nicht von der Belastung sprechen, aber wir haben ja hier drin, ich glaube, das liegt so bei 68 Dezibel, dieses Dauergeräusch. Ja, also das Motorengeräusch. Und es ist eben auch dominanter als die Wind- und Abrollgeräusche. Wenn man jetzt nur noch Wind- und Abrollgeräusche hören würde, also ich weiß nicht, ob ich was dagegen hätte. Ich glaube nicht. Naja, ich meine, sowas wird es dann auch nicht mehr geben wie jetzt. Der wird langsamer und vielleicht schaltet er, ja, jetzt hat er geschaltet. Das ist ja bei einem elektrischen dann, der hat ja maximal ein Zweiganggetriebe. Also die LKWs, das ist schon mal klar, die werden nicht getriebelos auskommen. Die werden sehr wahrscheinlich Zweiganggetriebe haben. Das hat eben was mit den Gewichten zu tun und so. Also für mich muss es nicht zwingend sein, aber das wird ja auch noch eine ganze Weile dauern. Und ich finde zum Beispiel bei, ich weiß jetzt gar nicht, ob es der Zuschauer war, der einen Entsorgungswagen, also einen Müllwagen fährt. Also ich denke mal, solche, gerade solche Geschichten, also wo die
durch die Stadt fahren, immer wieder anhalten und stehen, wo ja dann der Motor läuft, quasi für Nüsse, wäre es doch meiner Meinung nach sogar eine Verbesserung und wirklich ein Vorteil. Na? Ich kann das nicht negativ sehen. Also, ja, der Name Brummi, der kommt vielleicht vom Brummen. Oder der kommt davon, dass so LKWs ganz schöne Brummer sind. Ne? Also nicht in Sachen Geräusch, sondern mehr so, man sagt ja schon mal, das ist ein ganz schöner Brummer, von wegen dick, groß. Das ist also, ich sag mal so jetzt in Kurzform so meine Meinung dazu. Aber ich sage mal, was jetzt noch kommen wird, das wird wieder Diesel sein, natürlich nochmal verbessert und so. Und was in weiteren drei Jahren kommt, weiß man nicht, ob dann schon hier Brennstoffzelle, Wasserstoff, ob das schon soweit ist. Denn für die Strecken, die wir fahren, also jetzt gar genau, da käme man mit einem batteriebetriebenen LKW nicht zurecht. Nein, da wird schon, also wir bräuchten schon Fahrzeuge, die eine tägliche Reichweite von 800 bis 1000, ja, das reicht nicht. Also ich sag mal so, ich fahre 600, ein Kollege könnte auch, also nee, wir bräuchten eigentlich sogar Reichweite von 1200 oder halt ein Auftanken, wie man es an der Zapfsäule realisieren kann. Es können, denn wenn ich jetzt auf den Hof komme, will mein Kollege ja weiterfahren. Und ich sag mal, wenn das jetzt bei der Gaggenau-Tour ist, habe ich ja dann schon 600 Kilometer weg. Da ist ja ein Batterie-LKW, die sollen so 400 mittlerweile schaffen, ausgereizt. Bei den anderen, das sind ja alles mehr oder weniger Prototypen, spricht man ja so von 800. Das wäre aber nur, sagen wir mal, eine Tagesfahrleistung von einem Fernfahrer. Das würde immer noch nicht ausreichen für diesen Zweischichtbetrieb, den wir ja in der Firma bei vielen Fahrzeugen haben. Also, boah, das sind die Bodenwellen, da denkst du, du hebst gleich ab, du. Mein lieber Herr Gesangsverein. Also, wenn ich gleich da bin, sage ich euch ganz ehrlich, mir reicht es dann auch wieder. Also, so, es ist einfach so, so eine Woche freier Verkehr, die hat deutlich, deutlich weniger Freizeit, also in der Woche im Vergleich zu Gaggenau, und das merkst du. Klar ist das machbar und schaffbar, und aber es gibt verschiedene andere Kollegen, die auch so wie ich andere Linien gefahren sind, die im Moment auch nicht gut funktionieren, und die sagen alle das Gleiche wie ich, die wollen wieder ihre feste Linie, wir können das alle, diesen freien Verkehr, aber mögen müssen wir das deswegen noch lange nicht. Wie gesagt, es ist nicht nur für euch eben mal interessant, so wenn ich mal hier, mal dahin muss, für mich selber ja auch, aber das Problem ist, dass es immer auf die Zeit geht. Ich meine, klar, die suchen natürlich entsprechende Touren und Frachten raus, wo die schon ein gewisses Maß an Kilometern haben, weil es wird meistens über die Kilometer bezahlt, damit eben auch Geld verdient wird, kann ich auch nachvollziehen, aber es ist einfach so, da wird die Sache gemacht und eigentlich wie meistens ausgebadet auf dem Rücken der Fahrer. Wo ich jetzt so wieder ein wenig darüber lamentiere, fällt mir mal wieder, nicht zum ersten Mal, ein. Und zwar, als ich angefangen habe mit den Videos vor über zwei Jahren,
Ich weiß es gar nicht. Irgendwie scheint unser Möbelkutscher zufällig bei mir auf dem Kanal gelandet zu sein. Wie gesagt, der Kanal war dann noch in den Kinderschuhen. Ich hatte, wenn ich 50 oder 100 Abonnenten hatte, keine Ahnung. Und er hat dann ja mir geschrieben, von wegen, ob ich denn nicht meinen würde, ich wäre im falschen Beruf und dass ich mir doch was anderes vielleicht suchen sollte. Oh, wow, ganz, ganz böses Ding hier. Na. Ja, komm, wir gehen auch raus. Also die Baumaschine, die tue ich mir jetzt nicht an. Das Blöde ist, jetzt muss der auch noch rausgehen. Denn ich verliere den ganzen Schwung, ey. Viel mehr packt er hier auch nicht. Ach komm, den nehmen wir jetzt auch noch mit. Los, zieh, Karren, zieh durch. Herr Starter. Ach, was liest er denn da? Er liest da in so einem Heftchen, während er hier. Guckt er sich die Bedienungsanleitung an oder was? Ach, geschafft. Ja, kriegt er hier doch noch Kapriolen mit. Aber solche Dinge, das ist das, was ich meine, wenn da einige immer sagen, ja, ich bin hier für generelles Überholverbot. Ihr könnt, glaube ich, schon gar nicht mehr sehen, wie weit der jetzt mit der Baumaschine da zurückgefallen ist, ja. Und es gibt immer wieder eben so welche, die extremst beladen, eigentlich zu schwach motorisiert, obwohl der hatte jetzt 460 PS, aber ich mit dem Ding da hinten drauf würden dem auch 530 zu gut zu Gesichte stehen. Er wär doch einen ganzen Schlag flotter. Und dann würde so ein Fahrzeug einen Wahnsinnsrückstau verursachen. Ne? Man muss eben ab und zu da Entscheidungen fällen. Ne? Beliebt sind die nicht, das ist klar. Man hat immer so ein bisschen die Angst im Nacken, dass es, wenn man zufällig da die Polizei langfährt, ja, dann hat man gelitten. Na? Was mich trösten würde, wäre in den Jahren, in den ganzen Jahren, ja, es hört sich jetzt ein bisschen extrem viel an, also in diesen 6 Jahren, die ich jetzt Vollzeit fahre, da habe ich nicht einmal für Überholen im Überholverbot bezahlen müssen. Und wenn es mich jetzt mal erwischen würde, dann fände ich das auch nicht schön. Klar, die 120 Euro tun auch weh. Aber ich würde es, so ein bisschen verteilt sehen auf die vielen Male, wo ich es schon gemacht habe. Würde mich natürlich dann in der Folgezeit wohl sehr zurückhalten. Ja, ich bin ja mal gespannt. Also ich weiß nicht, ich habe zu meiner Frau gesagt, gib doch mal die Frage ins Internet ein. Anschnallpflicht für Motorradfahrer oder Gurtpflicht oder dergleichen. Und dann schau mal, was dazu kommt. Also wenn es natürlich nur dieser eine Artikel ist, nein. Eventuell das ja noch, wenn wirklich etwas dran sein sollte. Aber es ist total bescheuert. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Es macht ja auch keinen Sinn. Also ich meine, gut, ich bin jetzt kein Unfallforscher, Unfallexperte,
Und Physik ist jetzt auch nicht gerade mein Lieblingsfach gewesen. Aber ich sag mal so, es mag Fälle geben, wo es vielleicht von Vorteil wäre, wenn man irgendwie am Motorrad fixiert wäre und da wäre was mit Airbag oder so. Aber in manchen Fällen ist es ja auch eine gute Sache, dass man sich beim Sturz oder was vom Motorrad läuft, löst, denn das Motorrad hat eine ganz andere Masse halt, also ein viel höheres Gewicht als man selber und fliegt und schlittert vielleicht weiter und wenn man dann drauf hängt, ja, oder ich sag mal so, dadurch, dass man vom Motorrad wegkommt, kommt vielleicht das Bein nicht darunter oder so. Ich weiß es nicht. Also ich sehe da keinen wirklichen Nutzen oder Gewinn drin. Wie gesagt, es würde ja, wenn überhaupt, nicht die Unfallzahlen runterdrücken, sondern nur die Verletzungen abmildern. Aber wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, aber so ist das. Das ist auch irgendwie über, ich weiß nicht, vielleicht über WhatsApp oder so gekommen. Glaube ich jedenfalls über die sozialen Medien. Und da kann man mal sehen, was da für ein Mist teilweise bei rumkommt. Das ist ja eh dieses Problem. Es gibt so, so viele Informationen. Und man muss schon genau hinhören, genau hinschauen und sehr kritisch sein, um nicht total verarscht zu werden. Heute Morgen auch wieder. Wir haben, ich habe ja noch gar nicht erzählt, wie es da so abgelaufen ist. Also ich da rein, natürlich diesmal hat das alles sofort geklappt hier mit dem Durchgehen durchs Drehkreuz und so. Jetzt wusste ich ja Bescheid, ich zum Checkpoint. Nur mit dem Unterschied, dass habt ihr ja schon bei der Ankunft gesehen, der Parkplatz, der war da so voll, da konnte ich gar nicht mehr abparken. Habe ich ja Auto draußen stehen lassen. Bin dann da rein, aber jetzt kommt's. Man hat mir gar keinen Pieper gegeben, also kein Pager, sondern mir wurde sofort eine Rampe zugewiesen. Ich konnte also zurückgehen zum LKW, reinfahren und direkt an die Rampe. Dann hat es zwar ein Weilchen gedauert, so ein halbes Stündchen hat es schon gedauert, bevor dann der Verlader da anfing, aber das hat nichts gemacht, weil da konnte ich dann alles vorbereiten, Vorhang auf und Anti-Rutschmatten schon mal so an der Seite hinlegen, die Gurte parat machen, die Ratschen und so weiter. Also es war okay. Irgendwann, da habe ich gerade mit meiner Frau telefoniert, habe ich dann mitbekommen, dass er hinten das Rolltor aufgemacht hat und wohl jetzt mit der Beladung anfangen will. Da habe ich dann gesagt, hier, ich muss jetzt da hinten, der will anfangen zu laden. Und wie gesagt, es war ein anderer Typ. Und ich vermute mal ein Türke. Und der war total nett. Der war in Ordnung. Der hat auch einen Moment gewartet, bis ich da meine Rutschmatten drunter gemacht habe oder so. Der war, irgendwie war der anders drauf halt, ne? Und da habe ich ihm auch hinterher gesagt, ich sag, war einwandfrei, ich sag, das war Zusammenarbeit. Na. Und dann habe ich wieder dieses gleiche dumme Spielchen gehabt wie am Mittwoch, aber jetzt bin ich im Nachhinein schlauer. Und zwar, ich war im Glauben, du kannst dich da nicht auf dem Werksgelände dahinstellen, das haben die oft nicht gerne, sondern du musst rausfahren auf den Parkplatz und dann deine Papiere holen. So, fürs Rausfahren brauchst du aber so eine Münze. Ja, so eine strukturierte Münze, die du da reinwirfst und dann geht die Schranke auf. Und dann habe ich die Mädels da vorne gefragt, ich sage, ich habe mal eine Frage, ich sage, ich gehe zwei Wochen im Urlaub, komm also die nächsten zwei Wochen schon mal nicht, aber könnte ja sein, dass ich doch noch mal wiederkomme. Wie ist das? Ja, sagt sie, man müsste also, wenn man fertig geladen hätte, würde man ja wegfahren von der Rampe und dann würde man einmal ums Gebäude rumfahren
und dürfte schon da vor dem Büro anhalten, aussteigen und reingehen, um sich die Papiere zu holen. Nur wenn man die dann hätte, müsste man noch einmal ums gesamte Gebäude rumfahren. Achso, und man bekommt von denen eine Münze. Ich sag mal, wo kriegt er die Münze her? Ja, die würden die dann ausgeben. Ich sag, jetzt weiß ich Bescheid, wie hier der Ablauf. Eigentlich müssten die das sagen, wenn du da hinkommst und die erkennen dich nicht wieder oder was. Oder selbst, egal, eigentlich müssten sie es bis auf die Leute, wo sie genau wissen, der war schon oft hier, der kennt sich aus, müssten sie es doch einem erzählen. Fahr an die Rampe, lade, mach deine Ladungssicherung, komm rum, fahr hier vors Büro, hol dir deine Papiere. Aber das tun die nicht. Und dann fragst du dich, wie soll ich es jetzt machen? Halt, ne? Weil bei vielen Firmen, da mögen die das nicht, wenn du dich da irgendwie hinstellst, weil dann du eventuell andere behinderst, die auch selber an die Rampe rangieren wollen oder so. Und naja, aber so ist das. Aber jetzt weiß ich halt Bescheid. Boah, jetzt kriege ich aber, entschuldigt, ich kriege hier eine richtige Gähnattacke. Aber es sind nur noch 19 Kilometer und 15 Minuten und keine Störungen, selbst Kirchheim nicht. Ja, ich hatte in den ersten 2 Stunden eigentlich sonnigeres Wetter. Also hier muss ich sagen, es sind zwar draußen 18, 19 Grad, aber es ist hier doch recht zugezogen. Aber okay, auch egal, solange es nicht regnet und die Temperatur ist mit 18, 19 Grad noch völlig okay, da wollen wir mal nicht meckern. Es ist ja auch so, nur weil man sich jetzt mal echauffiert über die negativen Seiten des Jobs, deswegen finde ich, ist es nicht unbedingt, dass man im falschen Beruf ist. Nein, ich würde es eher so sehen, die Arbeitsbedingungen, die haben sich ja falsch entwickelt im Laufe der Jahre für Lkw-Fahrer. Ich meine, ganz früher die Jungs, wenn man mal so Erzählungen hört, also ich meine jetzt lange vor den Zeiten von Internet, Navi, GPS und dem ganzen Krempel, ja, da war doch Fernfahrt in Anführungsstrichen wie eine kleine Urlaubsreise. Also wir haben Leute, ich habe in Spanien, das ist aber wie gesagt schon 20 Jahre her, da habe ich da mit so einem Trucker gesprochen, der hat gesagt, boah, früher, wenn wir nach Italien gefahren sind und haben eine Panne gehabt, ja, dann ging das Auto in eine Werkstatt und wir haben uns erstmal 3 Tage an den Strand gelegt. Das kannst du heute alles knicken. Nein, heute reparieren sie dir die Karre über Nacht. Frag mal in den Lkw-Werkstätten. Da wird hauptsächlich am Wochenende gearbeitet. Klar, auch in der Woche, aber die haben, also als Lkw-Mechaniker, glaube ich, musst du bereit sein, am Wochenende zu arbeiten. Da kommst du nicht drum herum. Und es ist einfach so, die Standzeiten kosten nur Geld und die sollen eben minimiert oder eliminiert werden. Und deswegen und alles, egal ob es jetzt am Wochenende durcharbeitende Werkstätten sind, Navis und dieser ganze Zip und Zap, ja, dient doch am Ende oder soll am Ende doch nur der Effizienz dienen.
komm, mach noch mal eine schöne Rollphase. Ich bin nämlich, was Rollen betrifft, ja, irgendwie durch die ganze Rumgurkerei da auf 97% gerutscht. Hab es jetzt ein bisschen nach oben wieder. Also ich bin jetzt schon wieder bei 98%. Aber das reicht mir nicht. Ich möchte eigentlich mit 99% auf dem Hof, weil gleichmäßiges Fahren und Rollen, da gibt es bei mir eigentlich gar keine anderen Werte. Ja, da oben läuft es auch schon wieder nicht so richtig, wenn ich das da so mir betrachte. Dann eben auch wieder die Situation Baustelle, ja, zwar jetzt nicht hier eine mit 2 Meter oder 2,10 Meter, nee, ein bisschen breiter war sie vielleicht schon, ja, aber was muss ich sehen, ne, hinter mir ein Wohnmobil und kein integriertes, sondern einer mit einem aufgesetzten Kasten, ja, will an mir vorbei, will mich überholen. Da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Ne? Aber ich glaube, wir können in die rechte Spur. Dann tun wir das auch mal. Ne? Und da habe ich dicht gezogen. Also ich bin dann so weit rüber, dass er wirklich keine Chance mehr gesehen hat. Und ich meine, ich erwarte jetzt keine Dankbarkeit dafür, aber vielleicht Akzeptanz, ja? Einfach akzeptieren, dass ich ihn nicht vorbeigelassen habe, weil es eben sehr eng ist. Und ja, da, gut, ich habe dann so Breite gezeigt. Na ja, dann zeigen sie dir noch, und das war die Mutti auf dem Beifahrersitz, zeigte mir noch eiskalt den Mittelfinger. Ja, was bist du denn jetzt für einer hier? Was machst du? Was machst du? Ah, komm. Das gucke ich mir hier nicht an. Kann die jetzt nicht schneller mit diesem Auto oder will sie nicht schneller? Ich glaube, die will nicht schneller. Jetzt kommt der nächste Kollege, der, glaube ich, vorbeizieht. Oder ein Auto auch nicht. Naja, so. Naja, auf die letzten 9,4 Kilometer müssen wir jetzt hier auch keine Dönekes mehr machen. Ja, er ist auch vorbei. Er hat sich auch gedacht, was soll das denn? Ja, drüben ist schon wieder zu, ne, Kirchheim. Gut, die Kollegen, die jetzt losfahren, die können dann ja über die B62, wenn es Richtung Süden geht, und das Problem hier umgehen, weil hier verlierst du doch schon wieder. Ich glaube, mit einer Viertelstunde kommst du nicht hin. Ja, das ist auch der Grund, warum ich lieber nachts starte. Was gibt's Ätzenderes? Ich meine, klar, wenn du jetzt mittags startest, dann hast du so auf der Hinfahrt natürlich mehr Verkehr, mehr Stau, und dann auf der Rückfahrt des Nächtens eigentlich freie Bahn. Aber ja, ich hab's lieber umgekehrt. Nachts erstmal ganz entspannt los, und zurück kommt es dann immer drauf an. Mal läuft's nicht so gut. Ja, ist klar, mal wieder über 2, 3 Spuren hier. Ah, das ist aber auch hier so ein
Spezialverrecker. Das sind ja auch so Sachen, wo ich mich frage. Ich meine, die Sprinter, okay, aber es fahren ja auch ein Teil so kleinerer LKWs, so, was weiß ich, was haben wir hier? Ja, das waren 7,5 Tonner. Polnisches Kennzeichen. Oder manchmal sind es auch so 12 Tonner. Auf jeden Fall so zwei Achser. Ja, da frage ich mich immer, wie die das Geld verdienen halt, ne? Sprinter ist ja eine spezielle Kategorie. Die machen ja auch andere Transporte, als wir sie machen. Aber ja, die Jungs, weiß ich nicht. Die brauchen ja schon spezielle Ladung. Also eine Ladung, wie ich es jetzt drauf habe, könnten die ja gar nicht mitnehmen. Sag mal, was bist du denn für einer hier? Könntest auch ein bisschen mehr... Ah, jetzt... Nee, also... Das gefällt mir überhaupt nicht hier, was er hier abzieht. Da muss ich doch jetzt auf den letzten Metern... Echt nochmal... Ja, und der hat, kann nichts Schweres drauf haben. Gehobene Achse. Ja, ich kann mich da auch nur noch mal wiederholen. Also sollte jemand sowas wie Entzugserscheinungen haben, was jetzt die kein Blinker und wieder fast über der Ecke, weil jetzt 14 Tage keine Videos kommen und wenn es jemand ist, der nicht schon seit 2 Jahren mit am Ball ist, dem lege ich doch mal ans Herz, einfach mal in die früheren Videos zu schauen. Richtig alt sind die ja nicht. Einmal war ja der Tipp, es gibt einige Videos, wie gesagt, die haben Titel, so meine Erlebnisse beim Laugefahren, meine Erlebnisse beim Autotransport. Dann gibt es ja das Video, da weiß ich, dass der eine oder andere aufgrund von einem Hinweis von mir sich das schon angeschaut hat, vom Uhrmacher zum LKW-Fahrer. Ich wiederhole mich da leider auch immer hin und wieder. Ich bin ja eigentlich gelernter Uhrmacher. Da müsste man aber so ein bisschen suchen. Letztes Jahr, das war so April, ja, irgendwo März, April, Mai, also in diesen 3 Monaten, als da diese extreme Lockdown-Phase war, als auch die Produktion geschossen haben und so weiter, da ist ja gar genau weggefallen. Dann war ich ja 14 Tage zu Hause, quasi auf Kurzarbeit. Und danach bin ich ja auch, weiß ich nicht, ich glaube sogar länger als eine Woche, ich glaube 2 oder sogar 3 Wochen freien Verkehr gefahren, sagen wir mal, ein bisschen abwechslungsmehr drin ist von den Strecken her. Vor allen Dingen, da bin ich damals auch mal eine Woche, weiß ich, die sogenannte Mittagsschicht gefahren, habe ich mittags gestartet, beziehungsweise ich war ja jetzt quasi, es war ja vor kurzem schon eine Woche freien Verkehr, wo ich sehr viel in Ostwestfalen-Lippe war, diese Woche auch wieder mehr oder weniger dort und letztes Jahr war es so, da habe ich auch einiges im Süden gehabt. Oh, irgendwie, ich brauche Kaffee, aber so einen richtigen. Ja, so schaut's aus. 2,5 Minuten noch.
ich muss ja jetzt hin. Das dauert jetzt auch noch mal ein paar Minuten länger, die ganzen Klamotten aus der Karre raus. Nein, allzu viel ist es ja nicht, aber trotzdem. Ich hoffe, dass der Kollege nicht schon parat steht, obwohl er wird es sehr wahrscheinlich. Gestern kam er mit mir zeitgleich quasi auf den Hof. Was sagt denn unser Verbrauch? 25,4 Liter. Da bin ich jetzt aber überrascht. Ich meine, am Mittwoch wäre der ja hoch gewesen. Aber ich weiß es auch nicht genau. Nö, nee, super. Trotz der schweren Batterien jetzt auf dem Rückweg, 25,4 Liter. Da kann ich doch mit zufrieden sein. Und ja, aber wir haben diese Rollgeschichte nicht mehr auf 99 gekriegt. Naja, gut. Man muss im Schnitt im Monatsdurchschnitt 95% erreichen, um da diese kleine Prämie zu kassieren. Aber dazu habe ich auch dem Kollegen erklärt, ich sag mal 40 Euro im Monat ist 480 im Jahr und dann ist es ja auch noch so, sie wollte mich jetzt verarschen. Indem sie erstmal gar nicht so. Was ist das denn jetzt hier, ey? Haben die sich geküsst, die Jungs, oder was? Echt, ey. Wat? Haben ja einen super Platz ausgesucht hier, die Kollegen. Oder die haben sich auf der Autobahn lieb gehabt. Kann auch sein. So, ich gehe mal davon aus, mein Kollege bringt das noch weg. So stand es auch in den Papieren. Ja, Leute, ich kann euch ja keinen schönen Urlaub wünschen. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende. Wir sehen uns, also die sich nur LKW-Videos von mir anschauen, werden mich dann Montag in 2 Wochen wieder sehen können. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund und macht schön gut. Jetzt machen die da Pulle Bier auf. Das ist eine ganz merkwürdige Truppe. Naja, egal. Ja, das war's.